Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Symposium »Wie verändern MOOCs die Hochschullehre?« Mein Name ist Michael Kopp, ich leite die Akademie für neue Medien und Wissenstransfer hier an der Universität Graz und ich darf Sie heute durch dieses zweistündige Programm führen. Wir haben ganz bewusst ein zeitlich kurzes Format gewählt, in der Hoffnung, dass Sie einen kurzweiligen Spätnachmittag, Frühabend mit uns erleben können. Und in diesem Sinne darf ich gleich Herrn Vizerektor Polaschek in Vertretung der Rektorin der Universität Graz um die Begrüßung bitten. Dankeschön. Sehr geehrter Landesrat, lieber Herr Vizerektor, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem Rektorin Neuper leider erkrankt ist, habe ich die Freude oder die Aufgabe, Sie an dieser Stelle zu begrüßen. Als Vizerektor für Studium und Lehre ist es natürlich jetzt für mich etwas, wo ich jetzt auf sehr dünnem Eis unterwegs bin, wenn ich über MOOCs etwas sagen soll. Aber ich werde es probieren. Ich glaube, ich bin auch immer stolz darauf, dass beide Universitäten, die TU und die Uni Graz, diese Entscheidung getroffen haben, sich in diesem Bereich früh zu engagieren. Das Thema MOOCs ist vor einigen Jahren in den Medien ein bisschen hochgekommen und es gab erste Publikationen auch bei uns darüber und erste Mitteilungen, dass es sowas in den Vereinigten Staaten gibt. Und wir haben eigentlich uns einmal das angeschaut und gesagt, naja, könnte vielleicht was Interessantes werden, vielleicht aber auch nicht. Es hat schon so viele Trends in der Hochschullehre gegeben, die wieder irgendwo versickert sind, dass es immer wieder die Frage ist, tut man irgendwo mit oder nicht? Und wir haben eigentlich damals aufgrund des Know-how, das wir in unseren beiden Häusern haben, gesagt, wir setzen uns mit diesem Thema aktiv auseinander in einem überschaubaren Rahmen und wir setzen uns jetzt damit auseinander, um das einfach einmal auszuprobieren. Wir haben es als Projekt gesehen, wo wir der Meinung waren, dass es ein Themenbereich ist, der von beiden Universitäten gut gespielt werden kann und auch damals schon, wo wir eigentlich der Meinung waren, dass es ein Themenbereich ist, den wir wirklich gut am Hochschulstandort auch vielleicht für die anderen befreundeten Institutionen anbieten können. Und ich glaube, die Entscheidung war gut. Es ist dankenswerterweise ein sehr spannendes Projekt gefördert worden und wir sind auch gerade dabei, Folgeprojekte in diesen Bereichen zu initialisieren. Und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war, denn das darf ich an dieser Stelle auch schon vielleicht vorab sagen, weil ich ja immer wieder auch in Kontakt mit meinen Amtskolleginnen und Kollegen für Lehre der anderen Universitäten bin. Es wird durchaus wahrgenommen, dass in Graz hier sehr viel passiert und es wird zur Kenntnis genommen, dass wir hier die Pionierleistung tun. Und selbst die größte österreichische Universität, die eigentlich der Meinung ist, dass nichts, was außerhalb von Wien passiert, wirklich was wert ist, musste es zur Kenntnis nehmen, dass das nicht immer der Fall ist. Und ich bin durchaus sehr stolz darauf, dass wir Kollegen, in dem Fall zwei Projektleiter bei uns im Haus haben, die das machen. Ich finde es schön, dass es auf so großes Interesse stößt und ich denke, wir können einiges an Erfahrungen weitergeben. Ob MOOCs wirklich sich langfristig in der Lehre etablieren und ob die jetzige Art, wie sie betrieben wird, auch in 10 Jahren noch Bestand haben wird, das wird man sehen. Und ich denke, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie immer bei Trends, man muss Dinge ausprobieren, man muss einmal was riskieren. Und ich glaube, dass der Mitteleinsatz im Vergleich dazu ein geringer war. Das Risiko war ein überschaubares und es hat sich auf jeden Fall für uns von universitärer Seite her, zumindest jetzt einmal für den Hochschulstandort Österreich gelohnt. Und ich glaube, dass wir alle für unsere Studierenden etwas davon haben. Deshalb sage ich auch an dieser Stelle schon vielen herzlichen Dank auch noch einmal jetzt ans Land Steiermark für die Unterstützung und danke auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich bin auch schon sehr gespannt, was wir heute noch an Berichten darüber hören werden. Vielleicht auch an Ausblicken. Ich erinnere mich daran, vor 20 Jahren war es State of the Art, dass man mit einem Overhead-Projektor gearbeitet hat und dann alle ganz beeindruckt, dass es keine handgezeichneten Folien mehr gibt. Eigentlich sind 20 Jahre noch gar nicht so lange her. Mittlerweile ist eigentlich PowerPoint auch schon altes Eisen und heute reden wir über ganz neue Dinge. Ich bin gespannt, worüber in 10 Jahren die Forschung zu berichten weiß. Dann wird es wahrscheinlich heißen, in Graz hat man sich sogar mit MOOCs einmal beschäftigt. Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker werden daran eine Freude haben.
In dem Sinn ist das, was wir machen, gelebte Hochschuldidaktik und gelebte Wissenschaftsgeschichte im besten Sinne. Vielen Dank an alle für Ihr Kommen. Herr Vizerektor Bolaschek hat es angesprochen. Die steirische MOOC-Plattform IMOX ist eine Kooperationsprojekt zwischen der Universität Graz und der Technischen Universität Graz. Und in dem Zusammenhang bitte ich Herrn Vizerektor Bischof um seine Begrüßungsworte seitens der Technischen Universität Graz. Dankeschön, sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrter Herr Vizerektor. Ich kann mich deinen Worten voll inhaltlich anschließen. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass die TU und die KFU hier gemeinsame Sache machen und in gewissen Bereichen Vorreiterrolle spielen. Ich denke nur an Navi, wo die Wiener noch immer nicht wissen, wie ihnen geschieht, was wir hier schon seit mehr als 10 Jahren Pionierarbeit leisten. MOOCs, das Thema selber. Wir werden ja heute ein bisschen wirklich darüber diskutieren und das ein paar Fragen, die du so gestellt hast, welche Bedeutung werden die haben, werden wir ja hoffentlich ein paar Antworten auch bekommen, wie werden MOOCs diese Hochschullandschaft verändern. Ich bin mit diesen relativ früh schon in Kontakt gekommen, weil zufälligerweise eine Reihe dieser ersten Initiatoren in Amerika aus meinem Wissenschaftsumfeld gekommen sind, also Sebastian Thron, der jetzt bei Google und der ja auch eine MOOCs-Plattform gestartet hat, dem habe ich sehr viel auch gemeinsam gemacht und das war gerade die Zeit, wie es hochgekommen ist. Also ich kenne das Thema schon sehr lange. Es ist natürlich, wie halt viele dieser Themen in den USA entstanden, und wenn man es sich heute genauer anschaut, ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, so wie es amerikanische Universitäten betreiben. Die betreiben das nicht, weil sie Interesse an guter Hochschullehre haben, sondern wie kann ich damit Geld verdienen? Also das ist dort der Treiber und die ersten Zahlen, die so gekommen sind, wie viele Inder und Chinesen diese MOOCs-Gruppe gibt, ja, wir machen sofort eine Firma und schauen, wie wir abcashen können. Wenn man sich's anschaut vom Namen her, MOOCs, Massive Open Online Courses, was heißt das eigentlich und was heißt das für den Standort hier? Courses ist, glaube ich, klar, also Lehrveranstaltungen, aber selbst da werden wir vielleicht noch später ein bisschen das, welche Art von Lehrveranstaltungen können wir damit abdecken? Wahrscheinlich vorlesungsähnliche Inhalte, weniger Laborübungen und dergleichen, wie wir es zum Beispiel in der TU stark betreiben. Online ist klar, passiert halt im Netz. Wenn man so will, das ist ein unstrittiger Begriff. Open ist schon so eine Frage, ist das wirklich alles frei verfügbar? So wie wir es hier in Graz betreiben, ja, aber wer hat darauf Zugriff? Wenn ich mir amerikanische Plattformen anschaue, ist das wirklich komplett open? Ist das ein Weg, Bildung zu demokratisieren? Ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und da hat sie immer wieder in der Historie Versuche gegeben, Bildung möglichst breit zu machen. Universitäten, wir Österreich, freier Hochschulzugang, sagen ja eigentlich, ne, wir wollen, jeder soll an die Uni gehen. Dass man dafür nicht zahlen will, ist wieder eine andere Sache. Und das letzte Wort, das Massive, ich glaube in Österreich Massive werden wir nicht spielen. Ja, bei uns wird es, selbst die Zahlen, die hier kolportiert sind, 5.000, 7.000 User, Massive ist es noch nicht. Ja, und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch nicht, aber dennoch können wir uns fragen, ja, was können wir damit tun? Und ich glaube schon, das Thema ist so, dass sich keine Hochschule wirklich davor verschließen kann. Genauso wie sich keine Hochschule davor verschließen kann, E-Learning in der einen oder anderen Art zu betreiben. Und wenn man so will, könnte man sagen, naja, MOOCs sind eine Weiterentwicklung des E-Learnings und decken halt gewisse Bereiche. Im E-Learning war am Anfang auch, ja, wir müssen alles E-Learning machen, aber ne, vielleicht dann doch nicht alles, aber in gewissen Nischen ist es dann sehr sinnvoll. Und so ähnlich vermute ich, wird es mit MOOCs auch sein. Ich denke, diese iMOOCs-Plattform, diese steirische Form der MOOCs, ist eine fantastische Initiative und genauso wie es Martin schon ausgeführt hat, ist wichtig, dass wir einen Zugang dazu finden und dass wir einfach auch wissen, was wir damit tun können. Ich sehe das jetzt momentan und deswegen danke auch noch einmal ans Land für die Förderung. Es ist genau richtig, jetzt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich zu hinterfragen, wo ist es gut, wo ist es nicht gut. Zum Beispiel könnte ich mir wunderbar vorstellen, wir als Universitäten kämpfen ja damit, dass Leute, die aus diversen Schulen zu uns kommen, nicht mehr die wirklichen Voraussetzungen mitbringen. Zum Beispiel nicht genügend Mathematik, war gerade letzte Woche sehr breit in den Medien.
Vielleicht sind MOOCs hier genau die Antwort darauf, die Leute dorthin zu bringen, damit sie dann weiterkommen. Wir könnten uns aber auch fragen, naja, gewisse Grundvorlesungen, warum muss ich die vor Ort abhalten bei mir im Hörsaal? Importiere ich mir doch den besten Vortragenden, den ich auf dieser Welt finden kann, aus MIT, Stanford, sage unserem Professor, das ist der Stoff und du machst nur mal die Übungen dazu und ich bilde die Übungen weiter aus. Wäre eine Möglichkeit, wie man das tun könnte. Also Sie sehen schon eine Reihe von Fragen, die wir heute sicher noch die Möglichkeit haben zu diskutieren. Und insofern freue ich mich sehr auf die Veranstaltung, auf diese Fragen, die wir hier diskutieren wollen. Und ja, bedanke mich bei den Initiatoren, bei den beiden für die Initiative, einerseits diese eMOOCs-Plattform zu betreiben, aber andererseits auch für diese Veranstaltung, wo wir sicher ein paar interessante Diskussionen führen werden. Dankeschön. Ja, es wurde ja schon mehrmals angesprochen, ich schließe mich dem Dank auch gleich an. Das Land Steiermark hat die Initiative sehr intensiv unterstützt und ohne die finanzielle Förderung wäre es nicht möglich gewesen, die Plattform und die Kurse, die wir jetzt haben, zu entwickeln. Auch die Publikation, die Sie auf Ihren Plätzen vorgefunden haben, wurde vom Land Steiermark dankenswerterweise finanziert. In dem Sinn bitte ich Herrn Landesrat Christopher Drechsler um seine Begrüßungsworte. Bitte, Christopher. Sehr geehrte Herren Vizerektoren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen und seitens des Landes Steiermark meiner Freude zum Ausdruck verleihen, dass wir wieder einmal in der Steiermark an der Spitze einer Entwicklung, zumindest österreichweit, gestanden sind. Und dazu möchte ich recht herzlich gratulieren. Es ist den Großworten der Vizerektoren Polaschek und Bischof ja zu entnehmen gewesen, dass dieses Projekt in der Steiermark das erste derartige in Österreich ist. Und das ist natürlich immer eine Freude und da ist das Land Steiermark regelmäßig im Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten auch bereit, sozusagen mit dabei zu sein, weil wir natürlich diese Qualität der Steiermark als Wissenschaftsstandort, als Forschungsland, und letztlich damit auch als Innovationsland stetig stärken wollen. Weil wir wissen, dass wenn es um Wissenschaft und Forschung geht, bei allen Diskussionen, die hier herum geführt werden, die Zukunft verhandelt wird. Die Zukunft verhandelt wird und dass wir letztlich auch über Wohlstand und Arbeit in der Zukunft reden, wenn wir uns in all diesen Bereichen in der Steiermark gut aufstellen. Das heißt, wenn wir an der Spitze der Entwicklung stehen, wenn wir hier interessante, innovative Projekte verwirklichen, geht es immer auch darum, letztlich den Standort Steiermark zu stärken. Und das klingt ein bisschen technokratisch, heißt aber, etwas für die Menschen in diesem Land zu tun, weil es ja darum geht, auch in Zukunft eben in ausreichendem Umfang Arbeitsplätze, zukunftsfähige Arbeitsplätze zu finden und zu ermöglichen und damit auch den Wohlstand in der Zukunft zu haben. Das zum Grundsätzlichen. Zum Zweiten bin ich außerordentlich gespannt, was wir heute hier erfahren werden und welche Trends sich hier darstellen, was sich sozusagen auch konkret für interessierte Menschen gewinnen lässt, für Studierende gewinnen lässt, was sich für unsere Universitäten gewinnen lässt. Und wie Sie möglicherweise wissen, bin ich ja nicht nur für Wissenschaft und Forschung in der steiermärkischen Landesregierung zuständig, sondern auch für Gesundheit und Pflege. Insofern habe ich in dem neuen kleinen Folder schon etwas ganz Wunderbares gefunden, dass es hier nämlich auch einen Kurs offensichtlich geben soll, ab Oktober 2015 Dr. Internet. Ja, und wenn man mit Ärztinnen und Ärzten darüber spricht, wie, man spricht dann meistens nicht von Dr. Internet, sondern meist von Dr. Google, aber das ist natürlich im Rahmen einer neutralen Publikation wahrscheinlich weniger zulässig. Insofern weiß man dann auch um Probleme und insofern finde ich das zum Beispiel für eine sehr interessante Initiative in diesem Zusammenhang, weil, wie ich da entnommen habe,
soll es darum gehen, ein wenig Ordnung in das zu bringen, wo ja heutzutage in Österreich gegen 8 Millionen Medizinerinnen und Mediziner der Meinung sind, mit ein, zwei Klicks kann man feststellen, was einem gerade fehlt. Das führt manchmal dann zu Konfliktpotenzial und insofern ist einiges hier in Information, Ordnung und so weiter vielleicht ganz sinnvoll. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, mich freut es außerordentlich, dass wir heute hier ein wenig reflektieren können über dieses Thema und über diese neue, nicht mehr ganz so neue Plattform und über die Initiative. Und insofern möchte ich dem weiteren Verlauf nicht mehr über Gebühr im Wege stehen, bedanke mich für Ihr Interesse und sehe mit Spannung den künftigen Ausführungen entgegen.